Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge Night of the Dead mit dem Krier. Da ist er. Hallo. Wir sind in unserer Base. Ich kann die Fundamente tatsächlich nicht weiter hier rausbauen. Das habe ich gerade mal probiert. So, ich muss hier mal jetzt wieder neuen Schlaf. Diese Grundfläche halt so ultra klein irgendwie. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, wa? Aha. So, das heißt, wir würden hier mal tatsächlich... Okay, jetzt muss ich was machen. Ich stelle eine kleine Tierfalle. Du baust in der Zwischenzeit, dann hole ich mal ein bisschen hier auf. Ja. Ich brauche allerdings noch Seile. Für Seile brauche ich Stofffetzen, nehme ich an. Willst du mir mal ein paar Blätter zuschmeißen? Gab's eine Tastenkombi, um was zu splitten? Ja, gab's, aber ich weiß es nicht mehr. Okay. Es ist nicht mittlere Maus. Es ist nicht rechte Maus. Ich glaube, was auch wichtig war, war das Upgraden eines Tisches, damit wir die Seile herstellen können aus Blättern. Danke. Ah, ja, ich erinnere mich, was. Wir hatten da diesen Teufelskreis, den wir nicht lösen konnten. Hier, Sicherung, Mist. Hier waren nämlich die Blätter, Zahnrad, Gummiring, Fallenmaschine. Ich weiß, dass ich dafür ein Upgrade brauche, aber ich wüsste gerne, was ich dafür brauche. So. Was ist okay, hier? Okay, jetzt muss ich auch einen Forschungstisch erstellen. Wurfmesser, Holzfäller-Axt, Munitionstasche. Ein Forschungstisch. Ich hoffe, dass man immer alles rauskriegt. Das muss ich gleich mal gucken. Na, vielleicht brauchst du da einen Level-2-Hammer. Okay, jetzt brauche ich Nägel, Seile, Holzbretter, Holz. Ich brauche also alles wieder. Ich kann tatsächlich hier nicht auf Level 2 gehen bei der Craftbench, um mir anzugucken, was da gehen würde. Während ich das bei den anderen... Okay, die haben wir vielleicht auch ganz abgegradet. Daran liegt das. Ich drop ja mal ein paar Sachen hin, damit ich die Sachen aufheben kann, die ich brauche. Mach das. Nein, das hier will ich. Jetzt sollte ich in der Lage sein, dieses Ding zu stellen. Ich finde das mit dem Craften immer noch ein bisschen schwierig. Ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Man bekommt übrigens nicht alles wieder. Okay. Hier oben ist noch ein Baseballbett, falls du den aufheben willst. Ich habe aktuell noch den Speer. Ja, aber ich habe keinen Inventarplatz. Achso, deswegen. Wir brauchen eine Kiste. Ja, also hier, die Tischding hier ist eine Kiste. Die ist halt nur voll. Aber das ist doch keine richtige Kiste. Guck doch mal, wie wenig Platz da ist. Nee, aber das ist eine Startkiste. Ich kümmere mich mal um die Kiste. Ich guck mal, was ich forschen muss, dass ich eine Kiste machen kann. Wie wär's damit? Mach das. Wo gibt's Kisten? Staff, Fans, Equipment, Craft, Küchentisch, Forschungstisch, Bauernhof, Decoration, Interior. Tisch, Stuhl, Utility-Flagge, Lagerkiste. Aber mir fehlen nur Nägel dafür. Habe ich doch alles wieder gekriegt? Ist das doch nicht so schlimm, wie ich dachte? Ich glaube, ich setze dann erstmal hier oben nochmal weiteren Boden ein. Ja, mach das mal. Also nicht wundern, ich habe jetzt hier vorne ein Fundament hingebaut, die können rein, aber das letzte Mal waren die so schwach, dass ich mal sagen würde, scheiß drauf. So, das heißt, jetzt müsste ich aber auch in der Lage sein, hier beispielsweise eine Kiste zu bauen. Genau. So. Die Frage ist, wo ist bei der Kiste vorne und wo hinten? Das erkennt man natürlich sehr gut. Aber es sollte egal sein. Okay, wir brauchen viele Seile. Ich will erst die Seilproduktion haben. Guck mal, hier ist eine Kiste. Seile mache ich aus Stoff und Ranken. Und Stoff können wir hier aus Stofffetzen machen. Need also Upgrade. Ranken hier. Haben wir tonnenweise. Upgrade. Wir brauchen 2 Nägel, 2 Holzbretter, 7 Ziegel und ein Plastik fehlt mir. Für das Plastik fehlt dir? Ja, um das hier abzugraden. Wie sieht denn das Plastik aus, dass wir Blätterseile machen können? Ich habe Plastikstücke tatsächlich. Die kann ich doch bestimmt bei der Materialbank hier in Plastik verwandeln. Stahlstange, Kette, Draht, Eisenplatte, Eisenplatte, Kupferband. Nein, kann ich nicht.
Kann ich sie hier in irgendwas verwandeln? Nein, natürlich nicht. Kann ich sie vielleicht hier in Plastik verwandeln? Ich habe auch Plastik. Dafür muss ich Junior Engineer researchen. Oh, du hast die Forschungsdichte wieder abgebaut? Ja, ich würde halt gern oben erstmal am Boden haben, damit wir nicht dauernd abbauen, aufbauen, abbauen. Ja, aber also mit dem Forschungsdicht könnte ich halt das erforschen, was nötig wäre, um das Plastik zu machen. Also außer wir haben Plastik, dann wäre das ja erstmal nicht nötig. Na, ein Plastik habe ich, aber das reicht ja nicht. Genau, also, ja. Was hier haben wir, da vielleicht irgendwas rein? Ne, Kupferdraht, Mist, Kupferbarren, Schießpulver, Ziegel, Stein. Habe ich jetzt alles? Ihr seht auf jeden Fall, wir sind die richtigen Bauprofis hier. Ja, natürlich. Ich baue hier so einen wunderschönen Tisch und dann wird er einfach wieder entfernt. Fehlt dir eigentlich was an Holz oder Ästen? Wir haben Holz ohne Ende da unten. Okay. In der Ding haben wir eine ganze Box voller Holzstämme, aus denen wir dann was machen können. Okay, ich würde jetzt dann Junior-Ingenieur lernen. Okay, lerne das. Dann kann ich nämlich Plastik, Gummiring und Klebeband herstellen. Dann gucke ich mal, was ich lerne. Dann gehe ich wahrscheinlich wieder auf den Koch, wie ich es auch in anderen Spielen gemacht habe. Als nächstes könnte ich noch eine Batterie machen. Aha. So, dann werde ich dir jetzt ein Plastikteil erstmal herstellen. Ich researche mal ein bisschen Essen jetzt hier. Ich habe dir ein Plastikteil hergestellt. Sehr gut. Ich lege es dir hier. Ich lege es dir nicht hier. Ich lege es dir hier hin. Plastikteil. Da liegt es. Danke. So, was brauchen wir jetzt noch? Zwei Nägel, die kann ich selbst machen. Was ich halt interessant finde, aber das ist wahrscheinlich einfach der Tisch. Was denn? Dass man Seile ausblättern, aber das geht ja wahrscheinlich mit dem Tisch dann. Ja, es geht mit dem Tisch. Holzbretter und Ziegel. Ich glaube, Ziegel habe ich hier reingetan. Nein. Habe ich die hier reingetan? Jawohl, und es sind genau 7 Ziegel, das ist gut. Hast du zufällig noch Holzbretter fertig? Wahrscheinlich. Ja, 5 hätte ich noch. Perfekt, ich lasse. Ich schmeiße dir mal auf den Kopf. Mach das. Na, fast. Kannst du sie von da oben hier, von da unten annehmen? Ja, wunderbar. Habe ich dir untergereicht. Das hier mal. Jetzt wird es noch enger hier. Nice. Aber ist ja nicht ganz so schlimm. Jetzt müssten wir in der Lage sein. Genau, wir können jetzt aus Papier Stofffetzen machen. Die können wir nutzen. Nice. Sehr, sehr gut. In Ordnung. So, ich soll als nächstes ein Pendel bauen. Das mache ich sogar gerne, weil dann haben wir nämlich ein bisschen Ruhe heute Nacht. Tatsächlich. Holz, Holz, Nägel, okay. Ein paar Nägel brauche ich. Dann brauchen wir Holz. Schauen wir uns mal an, was jetzt hier geht. Forschungsmaterial. Ein paar Holzbretter. Wir können jetzt hier trotzdem kein Seil aus Dings herstellen. Hier normale Holz. Das war irgendwie noch eine Kette. Hast du die richtigen Sachen dafür gelernt? Nee, ich sehe hier immer nur Seil bestehend aus Stoff, kann an der Werkbank hergestellt werden und halt aus Stoff und Ranken. Ich sehe ansonsten kein Seil jetzt bei dem neuen Ab. Gut, vielleicht ist es erst im dritten, das weiß ich natürlich nicht. Ich stelle uns mal hier vor unser Haus ein großes Pendel hin. Mach das mal. Man konnte doch beim letzten Mal, konnte man doch noch sehen, was es auf der nächsten Stufe gibt, oder? Guck. Wenn die dann kommen, hier What durchlaufen, fuck? Dann ballert das Teil runter und mesht die weg. Also wenn sie kommen, einfach hier durchlaufen. Weil das aktiviert nur, wenn Zombies da sind, nicht durch okay, uns. Okay, aber ich sollte wahrscheinlich dann trotzdem nicht im Weg stehen. Ich glaube, das macht nicht mehr was aus. Okay. Ich werde es vielleicht nicht testen. Wir könnten den Raum hier aber lassen, dann setzen wir das einfach da hier rüber, oder?
Ich hätte tatsächlich eh gesagt, dass wir noch eins weiter nach vorne gehen, dass wir ein bisschen mehr Fläche haben und dann halt eine Wand davor nach hier vorne machen und halt Wände ziehen müssen. Weil aktuell die Zombies sind halt noch nicht so wirklich, dass die ein Problem sind. Ja, Oder? macht am Also. meisten Sinn. Wir müssen halt den Raum anpassen. Wir haben halt keinen Platz. Genau. Ich muss Okay. auch etwas machen. Ach so, ich muss einfach irgendeine Melee-Falle machen, oder was? Nee, steht drunter. Wahrscheinlich wirst du jetzt auch ein Ah, Pendel Pendel, machen. ja. Ja. Danach müssen wir beide einen Kompressor machen. Ah ja, gut, das sei aber jetzt erstmal dahingestellt. Ich würde jetzt erstmal noch eine Truhe tatsächlich machen, Truhe ist gut. wo ich das ganze essbare Zeug rein tue. Weil ich Die tun wir am sonst. besten dann hier nebenhin, oder? Ja, ist mir relativ. Also, ob man die jetzt erstmal daneben tun oder woanders hin. Gut, zwei Bretter, fünf Nägel, ein Plastik. Ein Plastik, fünf Nägel und zwei Bretter. So, und dann brauche ich da noch was für eine Wand. Soll ich die jetzt dahin stellen, wo du gerade stehst, oder soll ich sie eher neben die andere stellen? Können wir den normalen Tisch da noch aufarbeiten? Den hier? Nö, da steht bei mir immer nur Craft. Dann könntest du ihn eigentlich Ich daneben glaube, der setzen. Ich ist versuche. entweder automatisch noch hochgelevelt oder den kann man nicht hochleveln. Ich würde uns hier mal so ein paar Wände einziehen. Oh, gibt's Wände mit Fenstern? Ja, gibt's auch. Sind die teurer? Ist eine gute Frage. Ich kann hier nichts hinbauen. 4122 kostet genauso viel. Aber Dann im bau doch Prinzip mit Fenstern. haben wir aber weniger davon, weil wir ja weniger Löcher haben. Also wir haben weniger Material eigentlich verbraucht. Das ist ja Beschiss. Ich setze die jetzt mal neben die andere Kiste, weil da drüben kann ich irgendwie nicht bauen. Ich tue jetzt in die rechte Truhe mal alles rohe Fleischige. Oder Pilze und so Zeug, in der Annahme, dass du unter Umständen damit irgendetwas kochen kannst. Jo. Ob das dann so ist, keine Ahnung. So, ich Und dann brauche eins. tatsächlich würde ich auch hier vorne das Zeug mal aus der Truhe holen, dass wir die hier vorne auch wieder abbauen können. Zwei Seile. Dann würde ich jetzt hier mal erstmal zwei Wände noch reinsetzen. So. Das heißt, hier brauche ich einen Hammer. Zufrieden. Weiß ich auch Ich nicht. kann beim, also ich kann beim Kochen rausgucken, immerhin. Das ist doch die Hauptsache. Da siehst du ein bisschen was, da siehst du die Welt. Okay, ich habe drei Holzbretter, zwei Eisenplatten und drei Nägel zurückbekommen. Zwei. Holz. Und was hat der Spaß gekostet? Also ich habe einen Nagel weniger und ich glaube zwei Holzbrettern weniger bekommen. Aber nee, Hast du noch Ranken? Ranken. Ja, weil ich muss erstmal gucken, wie die so aussehen. Wie Kann ich. Ranken. Ja, das sagst du so einfach. Plastikstück. Ich glaube tatsächlich nicht. Ah doch, ich habe Ranken. Ich gebe dir die Hälfte meiner Ranken ab. Hier. Sie Ich legen reloaded. vor der Treppe. Danke. Oder fällt mir ein, ich kann auch mal in meiner Falle hier hinten gucken, was da erschlagen wurde. Wunderbar, dann mache ich hier noch ein paar Wände rein. Ich glaube, das ist ein Fuchs. Ja, ist aber, Oh. ja. Tot. Ich möchte es nicht kaputt schlagen, ich möchte es reloaden. Ja, ich habe ja Samen. Okay. Es wirkt noch so ein bisschen behäbig, das Bauen. Nee. Aber das finde ich schön mit dem Fenster. Kann man die Stadt beobachten, wenn man ein Hier können richtig wir schönes keine Rein. Wand reinsetzen. Ja, wahrscheinlich, weil der Tisch. Wegen dem Genau. Tisch. Der Tisch Ich muss würde abgebaut. tatsächlich auch fast sagen, dass wir hier und hier noch eine Plattform reinmachen, wo wir diesen Tisch einfach reinstellen können, dass der aus dem Weg ist. Also hier quasi zwei Fundamente hier vor. Genau, dass wir uns hier noch ein bisschen verbreitern. Okay. Also ich meine, vielleicht bricht uns das irgendwann das Genick, aber vorher ist, Ja, glaube ich, ist ein das paar eine gute Idee. Baumstämme.
Tue ich mal hier. Da müssen wir schauen, dass wir auch upgraden können. Und dass wir auf Stein gehen oder so. Ja. Zumindest das... die äußeren Fundamente vor allem Dingen. Ja. Oh, ich habe Gewehrpatronen. Nice. E. Nee, Q. So. Jetzt können wir hier den Tisch mal umbauen. Ich glaube aber, der ist schon mal geupgradet worden, oder? Der ist auf dem höchsten Level, aber dann wissen wir zumindest auch mal, was passiert, wenn wir sie abbauen. Wir verlieren Materialien. Okay, was brauche ich jetzt? Ich brauche Nägel und Seile. Alles klar. Ich rahme jetzt erstmal da hinten unser Teil ein, wo wir theoretisch jetzt aktuell eine Lücke haben. Ja. Und das dürfte jetzt auch gehen, jetzt steht er ja nicht mehr im Weg. Wahrscheinlich brauche ich auch noch ein bisschen Holz. Ein paar Holzbretter. Kann ich? Okay, dann haben wir schon sowas wie ein kleines Zuhause. Zum Upgraden braucht man Zement und Ziegel. Und dafür kriegt man dann aber keinen Feuerschaden mehr. Gut, aber Feuerschaden ist jetzt nicht so wichtig, würde ich behaupten. Ist aktuell nicht so unser Problem, sehe ich auch so. B. Jetzt machen wir hier Wände rein mit Fenstern, dann können wir nämlich auch rausschießen, wenn wir wollen. Ein bisschen Licht anmachen. Okay. Aber wir können sogar noch dran vorbeilaufen. Also es ist zwar unangenehm, so wie es da steht, aber... Okay, die kann man nicht fällen. Können auch drüber hüpfen wahrscheinlich, oder? Ja, drüber hüpfen nicht. Ein paar Holzbretter, ein bisschen Holz... Zumindest von der einen Seite nicht. Ich glaube, es geht gar nicht. Aber wir können dran vorbeilaufen, dass also nicht zu viel essen. Inventar ist voll. Mist. Hier. Alter, das ist doch hier wunderschönes Holzhüttle. Was war denn? Und dann mache ich gerade hier auch noch die Wände rein. Dann haben wir rundherum erstmal einen Wandschutz. Das heißt aber wahrscheinlich auch wieder, dass wir hier noch ausladen müssen. Könnte ich kann mir vorstellen, dass wir da keine Wand gegensetzen können. Nee. Geht nicht. Also brauchen hier nochmal ein Fundament. Dann machen wir hier auch zwei Fundamente hin. Dann haben wir so ein bisschen ausladen, das Ding, und hier drin an unseren Eingang. Jo. Okay. Fundament brauche ich auf jeden Fall wieder Holz. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen auf Rankensuche gehen, sprich Pflanzen anbauen wahrscheinlich. Ich habe auch noch Ranken tatsächlich, wenn du aktiv brauchst gerade. Ja, ich baue halt ein bisschen. Ja, ich hatte nur die Hälfte erstmal getroppt. Das sind Äste, das sind Ranken. Hier kriegst du noch ein paar Ranken. So. Okay, zwei Fundamente. Aber das erstmal auch hier rein. Das bleibt drin, aber kommt da runter ein Wolfspelz. Und jetzt dann noch hier ein paar Wände. So, die Wand dicht und hier machen wir mit Fenstern wieder ran. Ja, kommen die Fenster wieder ran. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder an Materialien? Was ist denn hier los? Holzbretter fehlen mir. Alles klar. Machen wir uns welche. Holzbretter. Ich finde es ja schon angenehm, dass man Eisen und so relativ einfach herstellen kann und nicht irgendwie großartig
Hirn, ich habe was für dich. Du hast was für mich. Ich habe hier einen weiteren Raum fertig. Ist doch gut. Dann komme ich in diesen weiteren Raum erstmal rein und droppe dir da etwas. Was droppst du mir denn? Oha. Ein Small Shield. Wahrscheinlich in die Left Hand. Habe ich jetzt gerade Sachen? Ah, tada. Jetzt sind wir hier im Gladiatoren-Zeitalter. Ich bin mir nur noch nicht so sicher, was man vernünftig parallel dazu benutzen kann. Ah doch, Messer geht. Ich befürchte nur fast, mein Speer wird nicht gehen. Nee, mein Speer geht tatsächlich nicht. Ich kann hier... Mit dem entsprechenden Skill können wir früher oder später tatsächlich auch Zweihänder und so craften. Ich kann hier anscheinend keine Wand reinsetzen wegen der Treppe. Oh mein Gott, wir können mit den Blättern können wir Forschungsmaterial erstellen. Mag ich. Echt jetzt wegen der Treppe? Oder weil es kein Untergrund, weil es kein Fundament hat. Doch, ich kann, Moment. Von hier geht's. Tatsächlich glaube ich, dass die Gourmet-Sachen für mich auch freigeschaltet sind. Echt? Ja, komm mal gerade mit hier hoch. Nee, andersrum, geh mal hier an die Werkbank. Guck mal, ob du ein Plastik aus Plastikteilen machen könntest. Echt? Plastik. Wo ist das? Das ist auf dem ersten Ding oben, also nee, auf dem ersten Ding. Ich muss Junior Engineer. Okay, weil also das oben bei mir, wenn ich an der Bank bin, ist mir das Gourmet ist... Nee, das heißt nur, ich kann es erforschen. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Ich bin übrigens ein bisschen auf Nahkampf gegangen. Okay. Blacksmith. Das wird verdammt teuer, das Zeug. Ja, da müssen wir ganz viele Blätter sammeln. Ich würde tatsächlich jetzt noch Forest Worker skillen, weil ich dann 25% mehr Schaden an Bäumen mache. Das machst du aber frühestens in der nächsten Episode. Ach so? Würde ich mal sagen. Ja, okay. Bis dahin erstmal vielen Dank. Hoffentlich freut euch, dass unser kleines Häuschen ein bisschen Form annimmt. Und davor diese Riesenfalle ist. Aber hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht am Freitag bei Night of the Dead. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund. Bye, bye.